Um mal hier noch vor dem nächsten Supply Drop die Verbindung aufzubauen, würde ich sagen. Wow. Okay. Wir haben Intel bekommen. Reward. Wir müssen eine Reward Mission, eine Rescue Mission kriegen mit Xan und Felix. Dodge has increased für Felix. Our friends in the resistance have helped to pinpoint the location of our missing soldier. We have solid condition with change the tactical engagement. We need to review these sites carefully before selecting our squad. This is our chance to mount a rescue. Shadow squad, all soldiers on this mission will gain a single charge of the conceal ability. Okay. Planning and preparation. For the West Asian corridor. Ich bin gespannt, wie ich den retten kann dort. Den Moxie Mox. Commander, it looks like conditions on the ground are ripe for a quiet operation. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da zwei Sniper mit reinnehmen will. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich einen Heavy Gunner mitnehmen will. Aber das geht jetzt nicht anders, glaube ich. Sonst meine Leute zu ausgelaugt. Kann mal auf Mox befreien. If we try to take them back by force, it won't be long before we're totally outnumbered by enemy reinforcements. Our best bet is to go in quietly, drawing as little attention as possible. Ja, ich sehe schon die ganzen Zäune. Es wird nahezu unmöglich sein, da reinzukommen. Ist zum Pro Gaming am Start? Ich glaube, Pro Gaming wird's nicht. Hätte ich auch zusehen. Muss jetzt Ninka und mir zusehen, muss das irgendwie aufteilen. Und Björn auch noch. Ah, und hier sind schon die Zäune, von denen ich gerade geredet habe. Oh, wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Weiß nicht, wie pro-gamig es wird, Xan. Ehrlich gesagt. Oh. Ich will gar nicht so weit nach vorne laufen, nicht, dass da irgendwas ist, was mich entdeckt. Sag's bestimmt, wird entdeckt, oder? Nee. Entdeckt werde ich noch nicht, sehr gut. Okay, okay. Ich habe keinen Scharfschützen mitgenommen, weil ich der Meinung war, Scharfschützen nützen mir nicht so viel, weil ich muss mit denen hier viel moven. Meiner Meinung nach. Oder moven können. Okay. Da habe ich irgendwie das Gefühl, es wäre Quatsch, einen Scharfschützen mitzunehmen. Aber da hier ne, Zäune komplett rumgehen, muss ich mal suchen, wo der kürzeste Weg ist, um Mox rauszuholen. Wahrscheinlich irgendwo von hinten ranlaufen dann. Dann nehmen wir den, I guess. Erledigt. Hatte gar nicht Ninka geschaut, was soll diese Unterstellung? Wieso nicht? Ich bin davon. Hast du Björn geschaut, ja? Und fest davon ausgegangen, du bist zu Ninka gegangen. Ich habe zu Ninka rübergehostet vorhin, da, weil ich gesehen habe, dass sie online ist. Ich habe gedacht, ich werde wahrscheinlich gleich Xan sehen. Der dann schon dort sitzt. Hostiles making the rounds. We have Firebrand on standby for evac, Commander, but as soon as she gets in range, the whole compound will go so, security level. We should hold back unless we have the target or it's ich weiß bis jetzt noch nicht, warum ich mir nur drei Leute mitnehmen darf und nicht vier, obwohl meine Squad-Size ja vier ist. Oder was nicht, sogar fünf im Stream? Es war sogar fünf. Ich bin ein bisschen frech, dass ich hier... Oh, shit. No! Scheiße. Das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Das war viel zu früh. Das war viel, viel, viel zu früh. Oh oh. Enemy on guard. Boah. Ich kann ihn noch einmal concealen, aber... Ihr seid noch, eigentlich noch nicht entdeckt, dachte ich. Schon dabei. Ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt das ganze Squad entdeckt ist. Oder nur der eine. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber das wird mir gleich sagen. Wir schießen auf jeden Fall erstmal nur auf den einen. Oh, die haben aber jetzt Zäune kaputt gemacht.
Sie sind alle entdeckt. We haven't lost the advantage yet, though. Try to avoid engaging their forces if possible. Hallo. Hallo Kaiser Gamer, wunderschönen guten Tag. Das ist gemein. Ich muss hier rein, ey. Ich glaube, der hat eine Shadows. Hat er Shadow Step? Zeitrap Shadow Squad. Ah, der hat richtig viel geshadow squadet. Sie werden nicht sehen. Ah, jetzt kann ich wieder laufen. Okay. Wenigstens das. Bin auf dem Weg. Das heißt, wir müssen aber alle wieder einzeln konzieren. Ich habe keinen Remote-Hack bis jetzt dran. Er ist erst eine Stufe der Specialist. Nette Idee, aber der hat noch keinen Remote-Hack, soweit ich weiß. Oder hat zumindest nicht gesehen, den Turret. Ja, genau, der hat Haywire-Protokoll noch nicht. Deswegen der nur so halb nützlich. Ich bin eine ziemliche Gurkentruppe, weil ich sehr, sehr weit am Anfang bin. Wechsle Position. Moment, ich kann jetzt Overwatch auslösen? Achso, wenn ich hier entdeckt werde, löse ich Overwatch aus, okay. Los, los, los! Normalerweise waren viele von meinen anderen Leuten entweder zu müde, oder besser gesagt zu erschöpft, oder... ich glaube, ich war verletzt oder auf einer Mission. Diesmal laufen wir ein bisschen vorsichtig rum. Irgendwo der nächste? Nee. Kommt natürlich hier nirgendwo rein, ne? Weiß nicht. Angreifen oder Granate werfen darf ich natürlich nicht. Ich rücke aus. Sonst löse ich Alarm aus. Das ist echt ein Problem mit der Mod. Weil der Zaun dann wirklich so eine Bedeutung hat. Wir müssen erstmal ein bisschen, glaube ich, erkunden, wie die Map genau aussieht. Und was haben wir jetzt halt schon Security Level auf 4. Nur, was? LWOTC? Hab die Base Game Trees vergessen. Also sind LWOTC. Welche von uns zeigt denn eigentlich nach den Hits die Trefferwahrscheinlichkeiten? Bei mir tut sie das nämlich nicht. Ich glaube Full Information oder sowas? Bei mir macht's das. Ist das was, was ich vielleicht im Base-Game aktiviert habe? Longbow of the Chosen? Moment, das gibt's? Ich dachte, das gibt's nicht. Ist natürlich super, dann reinzugehen und dann dieses Concealment zu aktivieren. Oder hätte ich durch Sachen sprinten müssen? Nicht im Workshop. Oh, es gibt woanders noch Mods für das Spiel? Begebe mich zum Ziel. Frage so ein bisschen, wie komme ich hier rein? Ich glaube, hier hinten ist nämlich kein Eingang. Und ich glaube, aufsprengen kann ich das auch nicht. Begebe mich zu dieser Position. Roger that. Alles klar. Ich dachte, es gibt immer nur Möglichkeiten. Oder man. Ich dachte, alle Leute packen ihre Mods für XCOM in den Workshop. Ist denn über Nexus Mods oder was? Die Engel sind halt hier oder hier irgendwo. Das ist halt immer ewig weit weg von dem Eingang. Von dem hier. Ich glaube, hier reinzugehen wäre schon das Beste. Hier schnell rüber. Ich glaube, nicht noch weiter sprinten. Das ist Quatsch. Steppen auf. Los geht's. Los, los. Reddit? Los. Okay, das hätte ich ja nicht vermutet, dass es unter Reddit ist. Erkenne Bewegung. Ja, bitte nicht dort innen durch. Bitte nicht da innen durch. Müssen wir hier schauen. Zumindest das Concealment dann halt auf
dass ich das direkt gebrochen hatte, war blöd. Dann hätte ich wirklich, das Queer, hätte ich irgendwo hinten reingekönnt, direkt da konzilen können. Achtung, da bewegt sich was! Ich habe den Vorteil gehabt. So wird's schwieriger. Oh, die rennen mir immer noch hinterher anscheinend. Oh, das heißt aber, wenn ich hier vorne rumlaufe, trigger ich auch den Overwatch. Ach Mann. Okay. Also ich habe hier nur ein 8 Protocol. Was anderes kann der nicht. Feuerschutz. Verstanden. Bin unterwegs. Bin dabei. Hier erstmal ein Stück ran. So ist die mal zusammen. Werden die wahrscheinlich dann töten müssen. Wenn die jetzt weiter in meine Richtung laufen und overwatchen. Ja, genau. Toll. Der Turm ist nicht auf Overwatch gegangen, wa? Der Turm hat an der Stelle entspannt. Nähere mich der Zielposition. Verstanden. Halte die Augen offen. Roger. Verstanden. Halte die Augen offen. Mach mal noch ein bisschen. Guck mal, wie sie sich bewegen hier. Kommen wir zurück. Das ist sogar in Deckung mir gegenüber. Das ist irgendwie Quatsch. Woher soll man denn wissen, dass ich jetzt hier bin? Ich warte auf eine gute Situation, wo ich angreifen kann. Es ist nur einer auf Overwatch gegangen, ne? Nur der hier. Aber der hat auch eine Deckung gegen uns gegenüber. Ja. Mäh. Das ist doch kacke. Der hat auch wieder eine Deckung gegen uns. Ist, als ob sie es wüssten. So ein Quatsch. Ja, machen nichts mehr. Ob sie wüssten, dass sie gesehen sind, ist irgendwie Quatsch. Finde ich jetzt. Andere Option ist, dass ich hier hinten hier drüber gehe und hier rein. Good to go. Schon unterwegs. Spurte los. Also ich versuche nicht das Spiel zu cheesen, ne? Ich versuche es einfach nur trotzdem die Option, die ich habe, zu optimieren. So ein bisschen der Punkt. Jawohl. Wir sehen sogar noch, dass der Overwatch hat. Das heißt. Kann man eigentlich von oben hier irgendwo rein? Nee, ne? Oben ist man einfach. Dass es revealed wird, ist okay. Na los, zeigt euch! Positiv wurde entdeckt. Und damit habe ich wieder gerechnet. Wenn ich durch Fenster nicht durch kann, ist ein bisschen blöd. Ach, deswegen bin ich auch direkt auf 4 gegangen. Weil 3 von meinen Leuten gesehen wurden. Von 1 auf plus 3 sind 4. Oh, jetzt steht mir ein Schrotflinten-Typ wahrscheinlich zuerst. Oh oh. Forward removed. Alles klar. Das ist mal ein Hit, den muss man erstmal machen. Das ist mal ein Hit. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er Shadow Step hat. Nur Swordmaster hat er hier unten. Sobald er moved. Müssen wir den, glaube ich, erstmal wegnehmen. Ja, Enemy Unit was killed. Klar geht das dann hoch. Jetzt muss ich Mox da rausholen, wa? Moment, ich komme doch hier rein? Ich komme hier oben durchs Fenster rein? The fuck? Aber ich komme nicht raus. Komm nur rein.
Er steht da. Okay, aber durch das Fenster kann ich mir nicht rein. Ach, come on. Bin unterwegs. 77%, mach ihn weg. Ach, dammit. Ach, Xeli. Ach, Xeli. Zu Befehl. Dann gucken wir mal. 30% ist zu wenig, der hat halt hier die Turmdeckung. Und wieder 22%. Der ist im Laufen, wenn er im Offenen läuft, schlechter zu treffen als wenn er per Reaktionsschuss abgezielt wird. Das ist natürlich ein bitteres Pillchen, was ich hier schlucken muss. Die ist halt auf Overwatch. Mal angenommen, ich gehe hier rein. Da trigger ich den Overwatch nicht. Er hat gesagt, ich trigger den Overwatch nicht. The fuck? Freche Vorhersage. Absolut freche Vorhersage. Moment, der ist immer noch auf Overwatch? Ach, der blöde Turm ist auf Overwatch. Scanne Gebiet. Muss ich halt irgendwie hier noch da rausholen, wa? Ich hätte mit der Granate auch hier hinten in den Eingang bumsen können. Da habe ich noch eine Flashbang. Weiß nicht, wie gut der Turm Overwatch ist, so ehrlich gesagt. Versuchen wir es mal den 33% Schuss. Der erstmal weg. Hacken. Ich weiß, es ist nicht der Specialist, damit durch kann ich die Boni kaum kriegen, aber es ist jetzt so. Recover small cache of Intel. Unlock this door without triggering security protocols. Yep. Not even close. Bei Not Turning on Security Protocols wäre natürlich geil gewesen. Weil wir dann nicht direkt auf 10 sind. Ich soll den Hacker doch mehr benutzen an der Stelle, glaube ich. Hallo? Open, close door, nee. Oh shit. Brauche jetzt noch was, um den. Ich brauche noch zwei Runden, um den aufzuheben. Oder noch eine Runde. Zwei Aktionen, um ihn aufzuheben. War natürlich bitter. Rücke vor! Biete Feuerschutz! Position bestätigt! Habt ihr jetzt weiter vorgenommen, damit der Schrotfinder besser arbeiten kann, sobald die dann unten sind? Beziehungsweise vielleicht auch in Slash-Reichweite kommt? Oh Gott. Ah, nee, das ist ja mein Ausgang. Das ist ja mein Ausgang. Oh Gott, ich bin ein Idiot. Das ist ja gar keiner. Ich dachte erst, es ist einer, der landet. So ist die Frage: Wollen wir hier oben raus versuchen? Hier rum? Dann müssen wir nämlich nicht hier unten an denen, die hier landen, vorbei, würde ich behaupten. Ich versuch's. Oh shit, ich treffe da oben jemanden. Ah, nee. Die blöden Türme kommen aus dem Overwatch. Oder zumindest einer kommt aus dem Overwatch. So, das heißt. Bin dabei. Der muss hier hin. Gebe Feuerschutz. Und der gibt. Ist falsche Reihenfolge, aber. Damit die beiden eine volle Deckung haben mit. Mit Overwatch Feuerschutz. Damit ich vielleicht schon ein oder zwei von denen entweder beschädige oder töte. Ich hatte ja hier plus einen Damage auf Schrotflinten. Und daher sind die sehr, sehr tödlich aktuell noch. Der eine Damage macht ja schon einen Unterschied. Mit Edwin zu tun.
Ich habe, glaube ich, 5 bis 7 Damage auf Schrotflinten. Ja, da ist der nämlich schon weg. Nicht gut. So wird's gemacht. Der Stunlancer ist ein bisschen nervig, aber der ist zumindest nicht auf Overwatch. Sie haben Verstärkung gerufen. Brauchen noch eine Runde. Kein Problem. Feuerschutz. Wir brauchen noch eine Runde. Wir müssen aber langsam zurückfahren, damit wir dann nächste Runde schön reinsprinten können. Ich weiß nicht, ob der Stunlancer in unsere Reichweite kommt. Eventuell hätte ich weiter Speck sprinten müssen mit dem Stunlancer. Weil der kann ja sprinten und angreifen. Advent ist hier. Oh no, die triggern den Overwatch, der eigentlich für den Stunlancer gedacht war, damit der nicht vorrücken kann. Muss besser zielen. Und nur ein Overwatch wird getriggert. Okay, dann soll der Stunlancer trotzdem nicht so einfach vorrücken können. Oder doch, kann er. Und der trifft nicht mal. 66%. Shit. Bitte weich aus, bitte weich aus, bitte weich aus. Ich habe ein paar ernsthafte Wunden. Fuck. Da sind ihre Freunde. What? Er ist instant nicht mehr gestunt? Es reicht nicht um ein Feld. Um ein Feld reicht's nicht. Shit. Kann ich for free jemanden ablegen? Ja, ne? Put down unit. Kann ich versuchen, mit dem den auszuschalten, damit er zumindest nicht mehr in der Nähe ist? Und jetzt habe ich keine... Ach, come on. Es braucht wirklich einen Aktionspunkt, jemanden aufzuheben? Das ist doch scheiße. Beim Psionic Zombies und Lost gerade gegeneinander. Das ist wahrscheinlich witzig. 95, 5 bis 7. Ah, das hat aber einen Aktionspunkt verbraucht, ne? Das ist wieder nicht mehr. Ja, hat nur einen Aktionspunkt, das kann er nur schon einmal schießen. Shit. Du sollst nicht e-wecken, ich brauch dich gleich als Backup. Und warum hat der dann auch nur einen Aktionspunkt? Hä? Wie hat denn der nur einen Aktionspunkt? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Xan! Aber ich will nicht. Die Runde ist zu Ende. Endturn. Xan, du müsstest mal deine Schüsse treffen. Kann nicht sein, dass du ständig daneben schießt. Und warum du, wo du jetzt... Ich hab dich mit dir bewegt, oder? Hab ich mich mit dir bewegt? Ich hätte doch für den Stunlancer wegsprinten müssen, jetzt kommt die übel viel. Ich sehe Advent-Truppen. Oh Gott, da kommen die? Oh shit. Ja, der Stunlancer darf jetzt halt nochmal zuhauen, dann ist wahrscheinlich Xeli tot. Oder der nächste gestunt. Das geht alles den Bach runter. Ich muss eigentlich nur hier raus. Hätte komplett sprinten sollen und nicht overwatchen da an der Stelle. Ach, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Das reicht halt nicht hier. Der wird niemals da ankommen. Hier steht viel zu viel drumrum. Warum habe ich immer nur einen Aktionspunkt? Das ist doch frech. Ja.
Firebrand returning to base. Das hat sich nicht gelohnt. Jetzt ist Xeli gestorben. Nur weil ich einmal nicht gesprintet bin. Ach Mann. Ich bin halt irgendwie nicht für Misery da. Oh, jetzt ist das Spiel noch abgestürzt. Nevermind, das war das gleiche Ergebnis. Moment, Soldiers Killed 2? Warum ist Soldiers Killed 2? Der war doch bleeding out, warum ist denn der gekillt? Der wird doch gefangen genommen, oder nicht, wenn der am bleed out war? Warum sollen sie denn nicht helfen? Ist doch Quatsch. Die anderen kommen ja auch geheilt zurück. Apropos, mein Game ist abgeschmiert. Propaganda never looked so pretty. Gravely wounded. Ja, das hast du keiner Cohesion. Sag mal, Mox zurückkriegt und dafür zwei verloren. Never reveal yourself when you don't have a safe escape. We expected better from you, Commander. We are inhabited you once again. Hopefully these resources will help you future efforts. Rewards? Können wir schauen. Ja.